Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu NHL 19 zu Folge 44. Ihr seht, wir haben nur noch 28 Münzen auf dem Konto und das liegt daran, dass wir hier viele Improvements haben. Aber als erstes muss ich sagen, dieses Spiel bedeutet das Abschiedsspiel von unserer Nummer 99 von Wayne Gretzky. Deswegen würde ich dieses Spiel gerne gewinnen. Wayne Gretzky wird im nächsten Spiel ersetzt und zwar von Nummer 91 von Steven Stamkos. Auf der rechten Seite, Oates wird dafür eine Center-Position übernehmen. Und wir haben aber jetzt schon viele neue im Kader. Denn wir haben hier zum Beispiel Sidney Crosby, wir haben Mikko Rantanen, Stan Mikita, Gabriel Landeskog. Dafür fehlen uns Iginla, Patterson und Patrick Kane. Genau, also letztes Spiel für Wayne Gretzky heute. Das wollen wir nochmal gewinnen für ihn. Und dafür werde ich heute auch alles geben, damit wir ihn hier gebürtig verabschieden können. Unsere 99, unsere Legende, Wayne Gretzky. Keiner von unseren Spielern hat je so viele Tore geschossen wie Wayne Gretzky. Und Punkte gesammelt für unser Team wie Wayne Gretzky. Aber die genaue Punktanzahl werden wir dann nach der Folge nochmal anschauen. Jetzt hoffen wir erstmal, dass wir einen Gegner finden. Das tun wir. Wir spielen gegen HC Partizan. Gegen den HC California. Warnes 051 gegen Malikos 21. Der HCC will im letzten Gretzky-Spiel nochmal gewinnen. Aber das ist logisch. Wer würde das nicht wollen? Für die Vereinslegende Nummer 1 nochmal einen Sieg rauszuholen in seinem letzten Spiel. Die Trikots sind dieselben, würden wir mit den Heimtrikots spielen von Anaheim. So haben wir unterschiedliche Trikots. Und ich sehe da schon Skinner. Stan Mikita verliert das Bulli. Der kann nämlich diese Bulli-Art nicht. Gretzky. Wayne Gretzky. Bobby Clark. Sehr. Ich will gerade sagen, er spielt eine sehr interessante Verteidigungskonstellation. Die ich so tatsächlich noch nicht oft gesehen habe. Spielt eine sehr harte Verteidigung. Also, das könnte heute tatsächlich mal ein sehr enges und spannendes Spiel werden. Dazu kommt, dass ich die Server noch nicht, so sind sie das Tuner-Update, noch nicht so feiere, wie ich es vielleicht tun sollte bisher. Oh, ein schnelles Passspiel. Schnelles Passspiel ist immer gefährlich für mich. Und das ist das, was ich nicht kann. Oder nicht gut verteidigen kann, nennen wir es so McDavid. McDavid. Oates. Burns. Oh, das ist halt High Risk. Oh, Crosby. Oates. Vorbei am Verteidiger. Das ist Shea Weber, der da dazu kommt. Und das ist Mikko Rantanen. Einer von unseren neuen. Okay, was war das? Ist dann Mikita, die 12 bei uns. Ich wollte gerade sagen, da fehlt uns ein Verteidiger, macht aber nichts. Aber es ist ein sehr offenes Spiel. Gefällt mir bis da sehr gut, was unsere Mannen da fabrizieren. Abgefälscht! Das ist nur ein Suter. Andre Fleury. Duncan Keith. Forsberg. Abgefangen. Stan Mikita, Scheibe geht tief. Eric Carlson holt sie sich. Und das ist Johnny Gaudreau. Johnny Gaudreau. Ja. Kann man mal spekulieren über eine Zeitstrafe vielleicht. Das ist Drew Doughty. Drew Doughty hat einen guten Schuss. Byron. Hat ihn aber. Wer ist eigentlich Byron?
Corey Mullins auf dem Eis. Er spielt definitiv eine andere Taktik als wir. Definitiv. Drew Doughty. Forsberg. Oh, Ferraro. Da war die Einschusschance. Die hätten wir nutzen können. Nutzen müssen vielleicht sogar. Mir gefällt nicht so ganz. Boah, jetzt steht es 1-0. Nein. Flurry verhindert Schlimmeres. Ganz stark gemacht. Was war das denn? Da spielst du den Pass und er spielt den Pass halt direkt im Stand. Aber auch nicht an sich weiter, sondern irgendwie komplett falsch. What the fuck? Cam Fowler, Phil McDavid. Könnte interessant werden jetzt. Oh, Oates und McDavid verpassen. Hier, was ist denn das? Und jetzt kriegen wir 2 Minuten. What the fuck, was ist denn das? Du spielst einen Pass und er spielt einen Pass einfach dahin, wo du ihn nie hinspielen würdest. What the fuck? Was war das denn jetzt? Oh Mann, das wird ein spannendes Spiel noch. Halleluja. Das wird noch ein ganz spannendes Spiel. Weiß nicht, ob mir das gar gefällt oder nicht bisher. 7-2 Schüsse. Powerplay auf seiner Seite. Hier, ich kann auch nicht wirklich diesen Pass spielen, den ich jetzt hier bräuchte in der Situation. Und das reicht einfach ein kleiner Schlag auf den Schläger, nenne ich es jetzt mal. Es ist kein großer Schlag, es ist wirklich nur ein kleiner Schlag, der hier völlig ausreicht. Hier, das ist ein klarer Stockschlag, der schlägt uns nur auf den Arm. Nix, nix. Das ist dann das, wo ich mir denke, wenn du schon ein Tune-Update machst, liebes EA-Team oder liebes Entwickler-Team, wenn ihr in diesem Fall schon sowas macht, dann macht es das doch wenigstens gescheit. Oh, Clark an die Latte. Burns für McDavid. McDavid wieder mit Tempo. Vorbei an Weber. Burns löst sich. Von der Bande ist er schön und gut. Bobby Clark. Wird weggerannt von Weber. Und McDavid gegen Giroux. Löst es eigentlich gut. Ich habe ein ganz komisches Gefühl bei diesem Spiel bisher. Ja, weil ich definitiv so schießen würde. Halleluja. Ich meine, ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich spiele. Und ihr wisst, dass ich so einen Torschuss nie machen würde. Nie. Stan Mikita. Oh, meine Stimme versagt gerade. Powerplay diesmal für uns. Und er hat die Scheibe nicht und es wird trotzdem abgepfiffen. Freunde der Morgensonne. Ohne Witz. Tuner-Update ist das schön und gut, aber das ist ein Scherz. Das ist ein absoluter Scherz. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir die Chance nutzen. Ein Mann mehr auf dem Eis.
Wieder nicht. War es aber gut gespielt, das Powerplay. Giroud. Solani gegen Howie Morenz. Hier. Er steht nur rum, lässt den Schuss aufladen und macht nichts. Und dennoch wertet der Computer das anscheinend als besseres Spielverhalten als unseres. Sehr interessant. Auch gut. Dachte gerade, dass es ein Stürmer, der wechseln geht. Nein. Unsere eigene Verteidigung, die da wechseln geht. Bobby Hull. Und wieder ist es dieselbe beschissene Pass, den du nicht spielen kannst, aus welchem Grund auch immer. What the fuck? Also tut mir leid, jetzt frage ich mich gerade wirklich, was eigentlich hier los ist. Also wir spielen gezielt einen Pass zu einem Mitspieler und der schiebt die Scheibe irgendwo ins Nirvana. Also muss ich mir jetzt schon ein bisschen fragen, was hier los ist, oder? Hier. Wieder ein direkter Pass. Oates kniet sich hin, obwohl ich noch nicht mal sage, er soll sich hinknien. What the fuck ist hier jetzt eigentlich los? Ich krieg auch die Scheibe nicht mehr. Also liebe Freunde von EA, das ist echt ein Witz. Weil da braucht ihr kein Tuner-Update raushauen, wenn danach alles komplett scheiße ist. Und ein Byron. Endlich. Ein Byron, alles hält bisher. Was auf sein Tor kommt. Mit einem Rating von keine Ahnung wie viel. Aber endlich. 14:6 Torschüsse. 7:0 Bullies. Endlich. Wir lassen die Pause runterlaufen, weil ich nicht weiß, was er genau vorhat jetzt. Und ich versuche auch nicht zu vergessen, was Gifty mir vorgeschlagen hat, dass wir uns das gegnerische Team anschauen. Am Ende des Spiels soll das möglich sein. Habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden, wie das gehen soll. Von mir aus könnte das Spiel jetzt gerne enden. Timeout genommen. Okay. Das ist noch ein 1-0. Zumindest 2-0 gestanden hätte ich es ja verstanden. Aber 1-0 ist das schon ein bisschen sehr mutig. Goddo, 2-0. Assiste von Ferraro und Burns. Die letzte Reihe schlägt zu. Burns. Wieso nicht? Wir haben McGinnis. Das ist Giroud. Giroud. Das meine ich. Er spielt einen Doppelpass mit der Bande. Und der ist besser als jeder normale Pass, den wir spielen. Irgendwo tut mir leid, bei aller Ehre. Kann nicht sein. Vor allem, ihr wisst selber, wie ich spiele. Und das regt mich gerade irgendwie auf. Also das ist nicht normal. Clark am Pfosten, McDavid daneben. Dann kam Oates. Der hat gepasst. Und dann geht Johnny Gaudreau ins Knie. Und der passt auch.
2-0 für den HC California. So, letztes Drittel zum letzten Mal. Die letzten 20 Minuten von The Great One. Dem GOAT. Greatest of all time. Wayne Gretzky. Und es ist wirklich so, wir hatten, glaube ich, wirklich nie einen besseren Spieler als Wayne Gretzky. Also das muss ich jetzt wirklich einfach so sagen. Wir hatten nie einen besseren. Nie. Und jetzt zählt es halt. Ein letztes Mal. 20 Minuten kämpfen, 20 Minuten alles geben. Ein Tor zum Abschluss. Wayne Gretzky. 3-0. Und jetzt tickt die Halle komplett aus. Goodbye, Wayne. Und er geht mit einem Treffer. Gegenüber spielt nicht mehr. Komplett unnötiger Scheißdreck, der jetzt hier fabriziert wird von unserem Gegenüber. 4-0. Ich weiß nicht, was erwartet er denn? Was erwartet er denn? Kein Überteam. Ja, wenn ich jetzt hier nicht unnötig prügel. In Wayne Gretzkys Abschiedsspiel. Okay. Sehr interessant. Spiel bricht ab. Und so endet Wayne Gretzkys letztes Spiel. Schade. 4 Punkte auf dem Konto. Damit brauchen wir noch 3 Punkte, um die Division zu halten. Ziele, Meilensteine, kommen wir weiter voran. 4 Tore in 18 Schüssen. Shootout für Marc-André Fleury. 12-0 Bullies. Ja, lässt sich sehen. Tut mir leid, Gift, ich hab's vergessen. Oh nein. Oh nein. Gifty, es tut mir so leid. Ich habe es dir versprochen, dass danach schon, ich habe es wieder vergessen. Oh Mann. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. So, HC California Statistik 22-5-1. 10 Tore, 18 Assists, 28 Punkte in 26 Spielen. Ein Plus-Minus von 22. Nur 2 Spieler sind besser und das ist Celani und das ist Ray Ferraro. Celani, 20 Spiele, 22 Punkte. Aber Fakt ist, Godot, 2 Spiele, 1 Punkt, das ist schon mal sehr schön. Rantanen, Crosby, noch punktfrei geblieben. Torhüter, jawohl, 90 Fangquote, das ist sehr schön. Wir verabschieden uns hiermit von Wayne Gretzky. Vielen, vielen Dank, lieber Wayne Gretzky. Schöne Karte, dass du für uns gespielt hast. Vielen, vielen Dank für all deine Tore, für all deine Assists und für all die Punkte, die du uns gegeben hast. Und die 12 Strafminuten. Bad Boy des Teams. Aber gut, hat auch 6 Spiele mehr als Celani, Oates und Ferraro. Sonst hat, glaube ich, keiner 20 Spiele. No. Na gut. Somit endet die Farewell-Folge von Wayne Gretzky. Nächste Folge spielen wir dann mit Steven Stamkos und dann schauen wir mal in der nächsten Folge, wie wir ihn einbauen. Ich verabschiede mich wieder von euch, sage Ciao mit V und bis zum nächsten Mal.